Am Samstag, den 21. Dezember 2013, wurde der neue Justizminister Dr. Wolfgang Brandstätter in seiner Waldviertler Heimatstadt Eggenburg feierlich empfangen. Grüße Sie, sehr geehrter Herr Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Brandstätter, nunmehr ganz hoch im Sinn als Bundesminister für Justiz in Ihrer Heimatstadt Eggenburg. Lieber Wolfgang, als kleiner, aber doch etwas größer gewachsener Bürgermeister deiner lieblichen Stadt Eggenburg heiße ich dich in deiner Heimatstadt herzlich willkommen und ich und viele weitere Freunde von dir freuen sich riesig, dass du dieses Ministeramt nun in deinen Händen ist und dass du das übernommen hast. Lieber Herr Justizminister, lieber Wolfgang, ich darf dir das privilegierte uniformierte Bürgerkorps zu deinen Ehren heute angetreten. Wir wünschen dir alles, alles Gute, viel Kraft, Ausdauer, Energie und Freude an deiner weiteren Tätigkeit. Wir würden dir dich auch ersuchen, wen du uns einmal zur Verteidigung brauchst, jederzeit. Du kennst meine Nummer, kein Problem, wir sind immer für dich da. Und wie es bei uns seit vielen Jahrhunderten üblich ist, ersuche ich jetzt um die Erlaubnis, dir einen Ehrensalut zuerst mit den Gewehren und im Anschluss einen Kanonensalut abfeuern zu dürfen. Erlaubnis eines Schusses mit der absolut regulären Waffe erteilt. General die Charge. Fair. Tick. Laden. Ladet! Hoch an! Geht! Der Kanonier lässt die Lunte an. Lass die Lunte an. Gib Ich werde mein Bestes geben. Wir sind uns innerhalb der Regierung auch wirklich dessen bewusst, dass wir uns sehr, sehr anstrengen werden müssen. Ich habe schon mal gesagt, wir müssen und werden viel mehr zustande bringen, als man uns derzeit zutraut. Und das ist auch notwendig. Und ich hoffe, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass wir eine dauerhafte, stabile Regierung in diesem Land haben, im Interesse des Landes. Und du weißt das, lieber Willi, ich war immer ein konsensorientierter Mensch und ich hoffe, dass wir auch einen Beitrag zur größeren Stabilität, auch im politischen Sinn in diesem Land leisten können. Das wäre auch mein Ziel und wenn ich dazu beitragen kann, dann kann ich das tun, was glaube ich schon auch, wenn man die Gelegenheit dazu bekommt, etwas sehr Schönes ist. Ich kann meiner Heimat, meinem Land vielleicht auch etwas zurückgeben, weil ich von diesem Land, von dieser Heimat sehr viel bekommen habe. Ich bin ein Niederösterreicher von Kopf bis Fuß, von der Hartracht bis zu den Waldviertler Schuhen. Das ist einmal so, ich bin hier verwurzelt und das gibt mir wahnsinnig viel und das gibt mir auch viel Kraft. Und ich möchte aber auch sagen, dass ich diese Gelegenheit auch danken möchte dafür,
dass diese Stadt nicht nur mir Heimat gewesen ist, sondern dass diese Stadt auch meiner lieben Frau, der Christine, Heimat geworden ist. Ich weiß nicht, wo sie jetzt gerade ist, aber bei dieser Gelegenheit, das möchte ich wirklich sagen, sind Sie ja eigentlich eine burgenländische Kroatin, wenn Sie so wollen, eine Beute-Eckenburgerin. Und komm mal. Ich bin unheimlich froh, dass ich Sie habe.